Willkommen zurück aus der Werbung und es geht weiter. 25 Stunden sind wir bereits in Deus Ex Mankind Divided im Gib mir Deus Ex Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, es ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann. Es geht, glaube ich, wenn man es durchgespielt hat, nochmal schwerer. Aber das kannst du mal schön vergessen, mein Freund. Jetzt sind wir hier in unserer Bude, in Adam Janssens Wohnung. Was gut ist, denn draußen herrscht Ausgangssperre und hier drin wird mir sicherlich keiner verbieten, rumlaufen zu können. Oder? Nee, ich glaube nicht, dass hier einer Stress macht. Kurz nochmal, weil ich schon lange nicht mehr hier war, Toilette benutzen. Und dann machen wir den Fernseher an, denn mittlerweile ist viel passiert und wir wollen uns updaten. Oder? Gute Frage. Doch, erstmal Fernsehen an und danach rufe ich Seraph an. Zum Juggernaut-Kollektiv in Shenzhen. Moment, Radio aus. Und die Liebe Zuschauer, wir leben in schwierigen Zeiten. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Wir halten sie am Leben und machen den Weg in die Zukunft frei. Garantiert. Worth Alive. Rund um die Uhr. Ja, ja, komm, jetzt zeig doch noch mal ein bisschen die aktuellen News. Zurück zu unserer Top-Meldung. Prag. Die Staatspolizei hat unter direkter Führung der Armee der Tschechischen Republik für die gesamte Stadt Kriegsrecht verhängt. Auslöser waren Unruhen im Utulek-Komplex der Centaur Group, die auf die Straßen der Hauptstadt überzugreifen drohten. Der Aufstand der augmentierten Massen war angeblich eine Reaktion auf den plötzlichen und unerwarteten Tod von Dr. Rucker. Und viele befürchten nun das Schlimmste, einen zweiten Opti-Zwischenfall. Es werden zunehmend Rufe laut, die Entscheidung im UN-Sicherheitsrat über Resolution 3507, das Humanrestitutionsgesetz, vorzuverlegen. Es verabschiedet, müssen Augmentierungen weltweit entfernt oder abgeschwächt werden. Krass, entfernt oder abgeschwächt. Na gut, wir gucken mal, was Seraph dazu sagt. Adam, gut, wir müssen reden, mein Sohn. Was ist denn los, Seraph? Weshalb die sichere Witcall-Nummer? Ich habe mir Anlage 451 angesehen. Es war eine Behandlungsklinik, wie es sie nach dem Zwischenfall zu Dutzenden gab. Augmentierte sollten sich dort erholen und gesund werden. Aber es waren eher Gefängnisse. Und? Und ich glaube nicht, dass sie ihre neuen Augs dort bekommen haben. Sie sagten, man hätte sie kurz nach Panchaya in die Klinik eingeliefert. Aber ihr Name steht nicht auf der Liste. Und auch nicht auf anderen Listen mit Überlebenden. Ich wurde als John Doe geführt. Niemand wusste, wer ich war. Das hätte man leicht rausfinden können. Ihre Augmentierungen haben Seriennummern. Zumindest die, die Adam Janssen von mir hat. Soll das heißen, dass alle meine Augs neu sind? Auch die von Ihnen? Das soll gar nichts heißen. Ich sage nur, dass alle Augs von uns Registrierungscodes hatten, die leicht zu verfolgen sind. Ich kenne meine Augs, Seraph. Erst nach 2 Jahren hatte mein Körper sich daran gewöhnt und konnte ihr volles Potenzial nutzen. 2 Jahre? Wirklich, Adam? Eins davon haben sie angeblich in Alaska im Koma gelegen. Ich sage doch nur, dass man sie problemlos hätte identifizieren können. Aber aus irgendeinem Grund geschah das nicht. Was macht sie so sicher, dass diese Augs nicht aus Alaska kommen? Orloff war dort, ich habe mit ihm gesprochen. Sie sagten, er hat sich McFadden genannt. Ich habe recherchiert. Casper McFadden hat vor dem Tag ihres Erwachens nicht existiert. Und das war einen Monat vor ihrer Flucht aus der Anlage. Okay, und wo war Orloff? Nicht in Alaska. Er war eine Weile bei Taeyong Medical und im Frühling 2028 taucht sein Name ein- oder zweimal im Baltikum auf. Dann verschwindet er und McFadden taucht auf. Und was beweist das? Orloff ist McFadden und McFadden ist Orloff. Es gibt keine Verbindung zu mir. Außer den Augs, die Orloff entworfen hat und die sonst niemand einbauen kann. Von der Kompatibilität mit einem anderen System gar nicht zu reden. Was wollen Sie mir sagen, Seraph? Es tut mir leid, Adam. Da gibt es nichts zu sagen. Einige Schlussfolgerungen müssen Sie für sich selbst ziehen. Ich weiß nur eins. Je tiefer ich grabe, desto mehr Fragen habe ich. Orloff hatte vielleicht die Antworten,
Aber sobald sie wussten, dass er in Prag war, dass er immer wieder mal dort war, seit sie für die TF-29 arbeiten, hat ihn jemand getötet. Sagen Sie mir, was das alles bedeutet. Kann ich nicht. Noch nicht. Wenn Sie es rausfinden, rufen Sie mich an. Bis dahin, passen Sie auf sich auf, Adam. Seien Sie vorsichtig. Danke für die Hilfe, Seraph. Ach, na gut, da hat er sich ja doch nochmal nützlich gemacht, der Seraph. War ja im letzten Teil eher wichtig, ein wichtiger Hauptcharakter und jetzt zum Nebencharakter degradiert. Ähnlich wie ich auch degradiert werde, wenn ich entdeckt werde, denn hier ist ganz klar im Moment Opti-Verbot auf den Straßen. Ich muss aber wieder hin. Ich muss einfach ein bisschen arbeiten, meine Aufgaben lösen. Stecken Sie die Waffe weg. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nur, dass sie nicht mich angerufen hat, sondern Sie. Okay, es geht los. Es ist wieder einmal das große Rumlaufen angesagt. Unter Gefahr von A nach B kommen, ohne getötet zu werden. Kurz auf der Karte erstmal schauen, wo ich eigentlich hin muss. Hier ist die Kanalisation, okay. Hier geht's immer noch. Ach nee, hier kann ich der Spur folgen. Ah, das mache ich aber noch nicht. Ich habe übrigens noch ein bisschen mehr rausbekommen. Das könnt ihr euch hier nochmal ansehen. Und zwar unter die letzte Ernte. Wenn ich nämlich erst nach Daphne Chitwurt reise, dann werde ich erst noch was über ihre medizinische Behandlung erfahren. Und ich bin mir sicher, dass mir das in dem späteren Gespräch, sobald ich sie vielleicht finde, helfen wird, sie einzuschätzen. Aber das ist so weit weg schon wieder. Oder? Ist das nicht weit weg? Doch, doch, doch. Da muss ich wieder hierhin reisen. Oh, und es ist überall Ärger. Und ich muss ja eh hierhin. Da müsste ich quasi hochreisen, wieder runterreisen. Oh, ob ich das mache. Vielleicht gehe ich doch einfach nur runter und gucke und versuche mein Glück. So. Ich muss einfach meinem gesunden Menschenverstand vertrauen. Und der sagt mir, die Katzenlady hat ein großes psychologisches Problem. Hier war immer noch die Leiche bis eben. Mittlerweile hat sie endlich mal jemand weggeräumt. Immerhin kann man hier unten in Frieden herumlaufen. Muss nichts befürchten. Darf machen, was man will. Kurz nochmal die Karte. Wie komme ich denn jetzt hier zum Beispiel hin? Da ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Ja, wie kommen wir? Das ist seltsam. Wie kommen wir da hin? Kann man irgendwo vielleicht eine Mauer durchbrechen oder ähnliches? Diese Leiter ist das Problem. Führt die hier hoch. Okay, und dann Ebene 4. Was ist hier? Sind diese Leitern vielleicht relevant? Ah. Überall Sachen, die interessant sind. Hier könnte ich auch jetzt erstmal nach Daphne Chitwirt reisen. Vielleicht mache ich das auch. Jetzt, wo ich es kann. Na gut, dann machen wir das. Okay, raus auf die Straßen und gleich bin ich wieder im gefährlichen Bereich. Meter, das ist ein ganz schön langer Weg. Aber im Moment sehe ich keine, wollte ich gerade sagen, keine Gefahren. Doch. Ist da jemand?
kann ich vielleicht hier durch. Ja, das müsste eigentlich gehen, dass ich durch das Gebäude durch und auf der anderen Seite wieder rausgehe. Sollte ich doch vielleicht lieber hier lang? Okay, dann mache ich das. Ja, voll dumm. Jetzt bin ich original wieder da, wo ich angefangen habe. Bin ich einmal im Kreis gelaufen. Hast du das gehört? Ah, oh Gott. Das wird knapp, das wird gar nicht funktionieren. Das hat garantiert schon wieder jemand gemerkt. Dass mir das auch immer wieder passiert. Hier wird mich niemand finden. In dieser Gasse bleibe ich jetzt die nächsten Jahre. Für immer. Vielleicht geht der Alarm ja auch schnell wieder weg. Boah, das ist auch noch einer der ganz Großen. Zu weit weg. Verdammt. Alle sind sie hier. Als gäbe es was für umsonst. Adam Jensen, einmal für umsonst, bitte. Ja. Da werde ich ganz rot vor Wut. Das macht mich wahnsinnig. Es ist auch echt schwer, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt werde ich garantiert nicht nochmal umschwenken. Batman hat auch nicht nach der Hälfte des Tages gesagt, so, jetzt haue ich aber fest dazu. Nein, Batman tötet nicht. Und Adam Jensen, geführt von der Hand Simon Kretschmers, tötet ebenfalls nicht. Die einzige Sache, die Simon Kretschmer immer wieder macht, ist sich verlaufen. Oh Mann, wie komme ich denn da jetzt hin? Das ist ein weiter Weg. Eigentlich muss ich ja hier runter. Ja, dann mache ich das so weiter. Ja, hier werde ich jetzt nicht mehr lang gehen. Vielleicht bewege ich mich mal hier rechts lang. Ey Leute, ich war eine Millisekunde zu sehen. Den haue ich noch rum, aber das wird trotzdem nichts. Oh, wo kann ich lang? Jetzt bin ich schon wieder in dieser Ecke. Das ist genau die Ecke, in der ich schon mal war. In die ich nicht kommen wollte. Es ist wirklich unfassbar, wie das so nie so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber man kann es auch immer wieder probieren. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich schaffe es irgendwann. Vielleicht? Oh nein! Jetzt bin ich wieder in einem Hinterhalt, den ich mir selbst gelegt habe. Und jetzt schießen die auch noch von rechts. Nee, das ist zu weit weg. Habe ich noch Gas? Jetzt mal gucken, ob ich irgendwo vielleicht noch Waffen, die mir hier jetzt helfen. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich werde jetzt nicht einfach anfangen und neu laden. So wird das nächste. Schockgranate vielleicht. Oh, ist das eine Rauchgranate? Ja, oder ist oben eine Rauchgranate? Könnte mir auch helfen. Einfach ein bisschen Verwirrung und dann Schock. Nee, na gut, dann gehe ich eben mal außen rum. Das könnte klappen. Ja, jetzt kommt der auch von da. Mir soll es recht sein. Ich locke sie nach links, ich locke sie nach rechts. Folgt mir nicht, hört auf mir zu folgen. Ich befehle euch, mir nicht mehr zu folgen.
Okay, jetzt nehme ich mal das Betäubungsgewehr, weil einfach die Schockpistole ist zwar cool, aber die bringt mir nichts. Betäubungsgewehr ist ja doch schon ein bisschen klarer. Hätte ich vielleicht auch schon ein bisschen früher holen sollen. Oh, jetzt muss ich ganz schnell den Wachrobot deaktivieren. Das schaffe ich nicht. Oh Gott, es war so knapp. Es war so knapp. Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn erwischt? Ja. Super. Dann muss ich jetzt nur noch rennen und mich unsichtbar machen für die kurze Zeit, die ich jetzt hier runterlaufe. Hui, wer hätte das gedacht, dass der Simon das noch schafft? Also ich ganz sicher nicht. Ich hätte längst weggeschaltet. Wenn ihr noch da seid, danke, weil ihr seid gute Menschen. Ihr traut mir mehr als ich mir selbst. Und jetzt kann ich hier endlich hochgehen. Wer hätte gedacht, dass diese ganze U-Bahn-Kiste nochmal so problematisch wird. Jetzt werde ich aber direkt zur richtigen Mission mich bewegen. Also ich hätte ja jetzt auch unterschiedliche Stationen nehmen können. Aber natürlich nehme ich die, die meinem Missionsziel am nächsten ist. Ja, da läuft er, der Jensen. Und spielt mit seinen Augmentierungen. Läuft, läuft und läuft. Es ist ein trauriges Leben. Immer wieder sich den Arm angucken und merken, Mensch, das ist ja gar nicht mehr mein Arm. Ich frage mich schon, warum man überhaupt noch Hosen und Schuhe trägt. Warum? Ist doch eher das Metall. Das klackt auch cool auf dem Boden. So langsam bin ich mir echt nicht mehr sicher, ob wir überhaupt am Ende sind. Also es wirkt wie das letzte Viertel des Spiels, ja. Aber ob wir jetzt hier noch 2 Stunden oder 100 Stunden spielen, hängt natürlich auch zum Teil von meinem Skill ab. Insofern ist es weiter offen, was passiert, wie lange es dauert. Danke aber, dass ihr so lange dran bleibt. Okay, ich speichere, denn hier vorne ist ein Geschütz und das will ich mir eigentlich am liebsten greifen. Erstmal deaktivieren und dann greife ich es mir. Und dann werfe ich die Treppe runter, da wo es hingehört. Pui! Na gut, obwohl, nee, ah, das gibt sicher nachher Probleme, falls ich nochmal zurück muss oder so. Dann doch lieber ganz weg. Oh, nicht mehr viel Zeit, nicht mehr viel Zeit. Das könnte gut klappen. Warum stellt sich das Ding auch immer wieder auf? Na gut. Oh, ich bin ganz knapp an einer weiteren Augmentierung dran, sofern ich noch ein paar kleine Erfahrungspunkte kriege, die man ja für nahezu alles kriegt. Das Gesetz sind Sie damit ein Verbrecher. Kurz mal gucken, den könnte ich mir jetzt holen. Dazu muss ich, probier's mal. Ich reiß den rüber, dann schocke ich ganz schnell den Typen mit seinem Exoskelett. Dann muss ich hinrennen. Und die ganz schnell. Oh nein. Hin, hin, hin. Au, das war nicht gut. Jetzt muss ich ihn nochmal. Vielleicht nehme ich auch eine Biozelle. Oh Gott, das ist aber auch manchmal sowas von Scheiße. Ah. Mann. Die Idee war so gut. Ihr habt es doch gesehen. Die Idee war super. Ich gehe hin, reiß den rüber, breche ihm die Birne, schieße auf den anderen, Gift direkt vor ihn. Und jetzt einfach, warum bringt dieser Elektroschocker nur für 2 Sekunden was? Das wäre längst erledigt gewesen. Runter mit dir. Mach, was du willst. Kannst mich gerne melden. Oh, hier, das ist ja, was soll das sein? Für ein Lasergrid. Was ist das für eins Lasergrid? Entschuldigung, ihr habt es gar nicht gesehen. Ich habe gerade eben das Geschütz hier runtergeworfen und dann bin ich unter dem Lasergrid einfach durchgelaufen. Weil mir alles egal ist heute. So, jetzt gehen wir. Ich will das jetzt nochmal schaffen. Wir machen das nochmal genau so. Weil ich zeigen will, dass man auch verdammt cool spielen kann, wenn man das 20 Mal macht. Okay. Wir sind bereit.
Pam! Und jetzt nur noch in Deckung gehen. Kommt hier irgendwo einer? Nein. Denn ich war zu schnell. Und habe ihm sogar noch Kohle geklaut. Das ist doch perfekt. So, jetzt gehe ich kurz nochmal in mein Menü und ich baue mir noch mehr Tesla-Patronen, denn die brauche ich jetzt wirklich. Habe ich Praxis? Nein, habe ich keine. Kriege ich gleich eins. Ist doch eigentlich alles soweit okay. Läuft. Kann man machen, was ich hier gerade mache. Oh, da hat mich schon wieder irgendjemand erwischt. Ja. Ich glaube, ich brauche doch noch mal mehr Energie. So. Hatte leider nicht viel im Kofferraum. Hui, da habe ich es doch gerade noch so geschafft. Schnell nochmal nachladen. Oh Mann, das war heute ein... Das war eine Plackerei, sage ich euch. Da möchte man ja eigentlich direkt einen anderen Job machen. Da möchte man sich die Augmentierung direkt selbst aus dem Arsch wieder rausreißen. Mensch, endlich bin ich bei dir, Elias. Was hast du für mich? Ist Miller noch nicht da? Er ist mit McCreadys Team schon zu den Haupthangars aufgebrochen. Wir sollen sie dort treffen. Sind sie bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Bereiter wird's nicht. Ja, dann mal los. Eine ernste Bedrohung ist? Ja, das ist schon klar. Hunderte von Menschenleben stehen auf dem Spiel. Hoffe, Sie irren sich, Jensen. Ich auch. Schön. Schön. Ziehen Sie Ihre Männer ab, bis ich mit Ihnen gesprochen habe. Miller out. Planänderung. Mac, Sie und Ihr Team stoßen zu unserem Team aus London. Sichern Sie die Umgebung, bis ich Ihnen sage, Sie sollen vorrücken. Jensen, wir beide sind auf dem Dach. Gibt es ein Problem? Ende des Gesprächs. Nähern uns dem Zielgebäude. Ihr Mantel, Sie werden ihn brauchen. Ich muss Ihnen nicht sagen, was los ist. Sie wissen, wie es läuft. Da unten sind Menschen. Radikale, Augmentierte. Die von der Welt ausgeschlossen wurden und glauben, die einzige Lösung bestehe darin, alles auf ihrem Weg zu zerstören. Ihr Schmerz mag berechtigt sein. Vielleicht sollte man ihnen zuhören. Aber nicht bei diesen Bedingungen. Auch wenn die Welt vor die Hunde geht, wir stellen uns gegen das Chaos. Alle Gäste dort unten zählen auf uns. Enttäuschen wir sie nicht. Dr. Miller, ich bin Nathaniel Brown. Danke, dass Sie die Sache diskret behandeln wollen. Wir hatten nicht wirklich eine Wahl. Sie haben mit dem Gesetz zur Unternehmenssouveränität gedroht. Ihre Abteilung in London hat einen ganzen Tag nach Bomben gesucht und nichts gefunden. Bomben sind nicht unsere einzige Sorge. Ich weiß, alle Speisen und Getränke wurden ersetzt. Ich habe zusätzliche Wachen von Tavos engagiert.
Und alle haben Anweisungen, mit ihrem Team zu kooperieren. Glauben Sie mir, ich nehme diese Drohung sehr ernst. Warum sagen Sie das Event dann nicht ab? Das ist nicht die erste Drohung von Extremisten gegen Safe Harbor. Optimierungsbefürworter glauben, wir nutzen ihr Leid aus und fördern weitere Fehlschläge wie Golem City. Und die Optimierungsgegner finden den Gedanken furchtbar, dass Augmentierte in Frieden leben. Die Absage dieses Events würde allen in die Hände spielen. Soll ich schimpfen, belehren oder herausfordern? Moment. Diese Männer sind keine gewöhnlichen Extremisten. Sie haben Talos Rooker ermordet und schieben der Augmented Rights Coalition die Schuld zu, falls ihr heutiger Anschlag gelingt. Herausfordern? So dumm können sie nicht sein. Sie wollen Terroristen eine Lehre erteilen, indem sie die Party stattfinden lassen. Oder schimpfen? Sie haben Speisen und Getränke ausgetauscht, zusätzlich Personal engagiert. Was machen wir da noch hier? Sie haben ja offensichtlich alles unter Kontrolle. Das Problem ist nur, dass die Planer dieses Anschlags klüger sind als sie, sie Lappen. Und sie haben an alles gedacht, was sie übersehen. Also herausfordern, belehren. Ich mach belehren. Diese Männer sind keine gewöhnlichen Extremisten. Sie haben Talos Rucker ermordet und schieben der Augmented Rights Coalition die Schuld zu, falls ihr heutiger Anschlag gelingt. Ist das wahr? Woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir sind hier, weil eine glaubhafte Bedrohung für Sie und Ihre Safe Harbor Konferenz vorliegt. Diese Männer wollen Sie aufhalten. Sie wissen von ihrer Kampagne gegen das Humanrestitutionsgesetz. Sie wollen, dass es durchgeht. Opferzahlen sind ihnen dabei völlig egal, aber uns nicht. Sie sind Agent Jensen, oder? David Seraph hat mir von Ihnen erzählt. Sie glauben es vielleicht nicht, aber auch ich rette heute Abend Leben. Das Leben Ihrer Leute. Auf der Gästeliste stehen mehrere Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Und ich werde Sie davon überzeugen, wie falsch dieses Gesetz ist. Talos Rucker konnte es nicht verhindern. Ich werde es schaffen. Wo treffen Sie sie? In einem sicheren Konferenzraum hinter der Empfangshalle. Ihre Männer in London haben ihn bereits durchsucht. Egal. Ich will den Raum selbst sehen. Und Agent Jensen soll sich mit Tavos Security absprechen, während der Rest meines Teams das Gebäude erneut durchsucht. Diskret, versteht sich. Der Leiter unserer Tavos Abteilung heißt Liam Slater. Er wartet in der Sicherheitszentrale auf Ihren Mann. Gehen Sie zu ihm, Agent. Und halten Sie MacCready und mich auf dem Laufenden. Mr. Brown, zeigen Sie mir den Konferenzraum. Okay, wir treffen uns also jetzt gleich in der Zentrale mit Liam Slater und werden dann die große Party von Mr. Brown beschützen. Denn der hat offensichtlich keine Ahnung, mit wem er sich eingelassen hat. Mit Simon Kretschmer, seines Zeichens Pazifist, Beruhigungsgewehr, Spezialist und Quicksave-Expertist. Ja, gleich geht's weiter, noch eine Stunde. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass wir so kurz vorm Ende sind, dass ich sagen würde jetzt, oh, heute wird's fertig werden. Aber wer weiß, ich bin mittlerweile total überrascht, dass immer noch was kommt. Es hatte alles schon so diesen Flair. Seid dabei, gleich gibt's mehr mit Deus Ex Mankind Divided nach der Werbung. Tschüss.